Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS 2. So. Na komm, starte. Starte! Hallo? Ah. Hat er gerade lange gebraucht. So, wir haben immerhin jetzt schon 35 Mitarbeiter mit LKW. Langsam wird's ja, wobei es ist immer noch Trauerspiel. Eigentlich müssen die eigentlich schon alle richtig eingestellt sein. Ich kann mal gucken bei unserer Stammbelegschaft, wie es da aussieht. Das ist ausgeglichen, genau. Na, das ist auch ausgeglichen. Na, hat sich nicht viel verändert. Du kannst Fernfahrer machen. Füllten noch ein bisschen. Ja, das sind jetzt die ganzen neuen Mitarbeiter jetzt. Da ist alles ausgeglichen, genau. Okay, da sollte das so passen. Dann gucken wir mal nach einem neuen Auftrag und gucken mal, ob wir einen Auftrag finden, der möglichst weit geht. Wobei, gucke ich nochmal. Ausgeschlafen müssten wir ja sein. Wir sind ja nach dem letzten Radschritt, sind wir gerade mal 200 Kilometer gefahren. Müssten wir also eigentlich relativ fit sein. Wir können natürlich noch mal pennen gehen, damit es ein Tag wird. Die Frage ist, wo kann man hier pennen? Ach ja, guck mal, können wir gleich ein Video gucken. Sehr schön. Der Mond. Also habt ihr gerade wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ach, dann in den Kisten. Wollte gerade fragen. Man hört die ganze Zeit so ein Schlagdings am Bus, aber man sieht gar keinen. Da, Tsunami Go. So, dann fahren wir mal hin, ne? Ich bin echt zu groß, verdammt. Ah, geht doch. Schon ist wieder schön am Tag. Gut, dann gucken wir mal jetzt nach einer schönen Mission. Prachtmarkt.
die schön weit geht. 280 ist schon mal, klingt schon mal gar nicht mal so schlecht. Von da ganz unten nach da ganz oben können wir machen. Das klingt schon mal, ja, nicht so schlecht. Ich muss mal gucken, wie viel. Wir haben noch 8 Folgen, 10 Folgen vor uns. Wir können also eigentlich bis zu 4000 Kilometer fahren. Locker. Das heißt, das sind jetzt 3500, also problemlos schaffbar. Gibt es da noch was anderes? Mal kurz das. Das geht so ziemlich genau in die andere Richtung. Wobei, nee, hier oben liegt ja da oben lang, genau. Was? Wow, 300.000. Das ist noch ein bisschen weiter. Geht aber alles so viel in Spanien. In Spanien will ich gar nicht. Da sind so viele Mautstellen immer. Irgendwie hatte ich mehr gehofft nach irgendwas, wow, was hier unten so ein bisschen beginnt und dann nach hier oben irgendwo geht. Ach, leg mich. Aber es geht irgendwie alles immer über Spanien. Ja, würde ich mal sagen, nehmen wir direkt die hier. Das klingt am schönsten. Hier unten ein bisschen am Strand lang fahren. So, dann müssen wir einmal, also von wo nach wo ging es jetzt? Das ging hier unten Ameria. Gucken wir mal, wo das ist. Oh, das war klar. Können wir gar keine Schnellreise hinmachen. Stadt hat keine Werkstatt. Ach, leck mich doch. Ja. Hat keine Werkstatt. Keine Werkstatt. Ja, super. Gut, dann können wir das schon mal vergessen. Wobei, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir denn? Ja, wir hätten 20 Stunden. Also wir könnten noch ein bisschen weiter hinfahren. Ja, hier waren wir halt überall noch nicht. Das nächste wäre also das hier. Da war, glaube ich, auch nichts. Und das sind doch mehr als 20 Stunden, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Ja gut, gucken wir mal, was anderes. Scheiß Spanien, Alter. Drecksgesiff. Kackding. Von Riga. Das ist doch ziemlich genau das, was ich gesucht habe. Ja, dann nehmen wir das. Istanbul, da haben wir auch 20 Stunden. Let's go. Schnellreise. Und Istanbul müssten wir eigentlich können. Ja, können wir. Let's go. Istanbul, wir kommen. Achso, wir können wieder unsere Kredite abbezahlen. Wenn wir jetzt durchschlafen wieder. 90.000. Kamehameha. Tralalala. So, das heißt, dann machen wir das mal zuerst. Weg damit. Weg damit. Damit wir nicht über welche Zinsen zahlen müssen, auf die keiner Bock hat. So. Wir müssen. Wo geht's hier raus? Ach, da hinter dem Banner. Links, rechts? Ach, nach rechts. Ach, guck mal, das ist sogar die Garage, die uns gehört. Lol. So, erstmal Musik machen hier. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab.
Straße frei. Bitte rechts halten. Was? Wo denn? Ist man auf der ganze hoch für die Brücke oder was? Hä? Wo ist der denn gerade gegengekommen, sag mal? Mein armer Auflieger. Ich hasse Aufliegerschaden. Bitte links halten. Straße frei? Ja. Was, hier ist auch nur 50 erlaubt. Holy shit. Was ist das für ein Dreckskopf? Super eng hier, Alter. Biege nach rechts ab. Schon wieder 50? Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch jetzt ein Witz hier, Alter. Ah. Ich glaube, wir fahren einfach die ganze Zeit 50. Ist ja am sichersten. Da hinten die Skyline. Hey! Hä? Was war das für 30? Ist hier für 30 zugelassen? Wieso braucht denn die Schranke so lange? Das ist schon wieder Dreckskacke und wir haben natürlich 3% Schaden bekommen. Leck mir am Arsch. Was ein Betrug an die Menschheit.
Süßer Bus da vorne. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wir sind heile angekommen. Los. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Na komm schon. Warte mal.
Ich weiß eigentlich, was von 3500 Kilometer? Ah, nee, das war ja eine andere Strecke. Das war ja ein anderer Auftrag. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Digga, jetzt haben wir hier eine kurze Stelle, wo du überschwenken kannst. Alter Schwede. Das ist denn nicht mal irgendein Spurwechsel? Also, was haben wir nicht geladen? Ah, schon wieder Impfstoffe. Ich dachte, Corona ist vorbei. Liebes Mal. Oh, fahren wir mal hier lang. Hier geht's wieder zu keine Schranken, die uns ficken. Bitte links halten. Oh, wir haben 50 Stunden plus. Nee, aber nicht, wir haben 40 Stunden plus. Wir brauchen ja fast 50 Stunden. Okay, das ist also ein relativ enges Ding. Ah ja, gut. Müssen wir also mit unserem Schlafrhythmus aufpassen. Bitte links halten.
Ich denke gut. Bisschen schief, aber hey. Darf ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und dann, ja. Bis dann.